Ja, moin moin liebe Naturfreunde, hier ist ja wieder euer Dr. Urbex. Heute vom Mammutmarsch NRW, 100 Kilometer gibt es heute zu absolvieren. Start und Ziel ist hier der Gruger Park in Essen. Und ja, wir haben 12.17 Uhr, die Sonne knallt, es wird heute über 30 Grad geben. Ich bin in Startgruppe 1 um 13 Uhr, da geht es dann los und ja, warten wir mal, was es heute mal gibt. Ich bin hoch motiviert, aber habe auch ein bisschen Respekt vor der Hitze heute und vor allen Dingen vor den extremen Höhenmetern. Aber jetzt heißt es erstmal noch 45 Minuten relaxen und dann geht's los. Mach mal ein bisschen Lärm! Ich sag Mammut, ihr sagt Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Dann geht's gleich los in 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Und damit herzlich willkommen zurück jetzt von der Strecke, das erste Mal. Kilometer 6 haben wir absolviert und das erste Highlight, das erste richtige, der Baldeneysee ist hier gerade zu unserer Rechten. Wir sind hier gerade auf dem Baldeneysteigenstück, den habe ich auch schon zweimal absolviert. Den Ausblick kenne ich hier also sehr gut quasi. Und ja, was gerade bestaunenswert ist, ganz viel Algen hier auf dem Baldeneysee. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Oh, kenne ich nicht so. Boah, und die Sonne, die knallt extrem. Dr. Urbex. Da freust du dich sehr, mich zu sehen. Ja. Das Duell. GoPro DJI. Ja. Hallo Hombi. Hallo. Hallo Malexios. Hallo. Ein Special VP hier für uns. Von Hombi und Malexios. Kanäle immer unten verlinkt. Die beiden E-Bike-Heizer hier. Guck mal. Oh, sie ja gekühlt. Das ist nur für den Dock. Ist nur für den Dock. Eiskalt. Eiskalt. Danke Hombi. Danke mal, Malexios. Ja, wir schauen jetzt hier gerade auf das andere Ufer des Baldeneysees. Dort hinten liegt tatsächlich der Motorradtreff Haus Scheppen. Da werden wir morgen früh wieder vorbeikommen. Und unser Ziel ist tatsächlich, morgen früh da vielleicht sogar tatsächlich schon eine Currywurst zu essen. Die machen ab 7 Uhr auf. Das sollte passen. Und dann hauen wir uns bei Kilometer 85 schön eine Currywurst rein. So ist der Plan. Aber bis dahin müssen wir noch ein paar Kilometer absolvieren. Hey! Hey. Freut euch doch mal! Ja. Demnächst bei Juli. Und wir kommen bei Kilometer 10 am Zwischen-VP an. Und hier gibt es rote Kornis. Vielen lieben Dank. Oder? Und vor allem gibt es hier Trinken. Das ist so ein kleiner Zwischen-VP zum kurzen Auffüllen. Und dann geht es direkt weiter. Der erste richtige VP kommt bei Kilometer 20. Kilometer 19, herzlich willkommen von einer richtig trockenen, ekelhaften, bestimmt über 30 Grad
warme Luft hier. Es steht hier in diesem Tal. Wir begeben uns jetzt gerade Richtung Elfringhauser Schweiz. Vielleicht sind wir auch schon drin, ich weiß es nicht. Wir sind ja, wie gesagt, bei Kilometer 19. Der erste richtige VP kommt bei Kilometer 22 an der Burg Isenburg in Hattingen. Und ja, ich laufe jetzt hier gerade wieder mit dem Thomas und hier auch mit dem Michel. Und uns läuft die Suppe hier so runter. Und ich kann euch sagen, es ist hier in der Sonne heiß, um es mal so zu sagen. Gerade wenn jetzt die Höhenmeter kommen, das ist schon Wahnsinn. Also da ist man echt froh über jeden Meter Schatten, den man bekommt. So wie jetzt gerade, irgendein Baum wirft hier gerade Schatten. Und ja, man ist hier nur am Trinken, Trinken, Trinken. Der Schweiß läuft mir hier in die Augen, das brennt dann jedes Mal total. Das ist richtig ekelhaft. Oh, widerlich, sage ich euch. Und jetzt kommen ja auch noch Autos. Ja, so führt der Weg uns hier voran. Wir haben übrigens 16.50 Uhr als Information mal. Und ja, wenn die Mittagssonne, beziehungsweise kann man schon Mittagssonne, noch Mittagssonne sagen, Nachmittagssonne, keine Ahnung, weg ist, wird es wesentlich einfacher gehen. Aber gut, das war uns ja vorher bewusst, dass das kein Zuckerschlecken wird hier bei der Sonne. Jetzt läuft mir schon wieder hier alles ins Auge rein, ey. Wirklich ekelhaft. So, bis später. Und die 20 Kilometer haben wir gepackt. Da ist der Beweis. Auch der Thomas macht Erinnerungsfoto. Ja, jetzt geht's nach einem richtig steilen Aufstieg. Das ging hier gerade richtig lange hoch. Geht's jetzt als Belohnung wieder runter. Mitten auf den Aufstieg zu Isenburg. Jetzt gerade ist es ein bisschen kühl hier und es ist soweit okay. Aber gerade eben war hier so eine drückende Luft, total staubtrocken, drückend und heiß. Ich habe keine Luft mehr gekriegt gerade. Und dann ging es dabei hoch. Ey. Das hat mich jetzt gerade richtig zerstört. Deswegen habe ich den Thomas und den Michel einmal ziehen lassen. Aber wie gesagt, das Stückchen geht wieder besser. Ja, die Luft, diese schwüle Luft, die kann einen ganz schön fertig machen, zusammen mit den Höhenmetern. Ja, deswegen bin ich froh, wenn die Abendstunden dann endlich anfangen und dann wird das alles auch ein bisschen erträglicher. So, hier geht es dann die letzten Meter zu Isenburg. Dahinter ist, hinten ist der Langenberger Sender. Hier schauen wir Richtung Hattingen. Da unten ist noch die Ruhr, da hinten könnt ihr sie erkennen. Ja. Und wir begeben uns jetzt hier zum VP hier oben und endlich hinsetzen, kaltes Wasser. Oh, hoffentlich, da hinten sind die Pavillons und da wartet auch die Nadine auf uns. Was ist das für eine Nummer hier, ey? Echt bescheuert. Der Jörg sagt gerade, was ist das für eine Nummer, wir sind doch echt bescheuert. Jörg, was geht? Es ist warm. Es ist richtig warm. Oh. Ich würde mich am liebsten nackig ausziehen und so weiterlaufen. Und selbst dann wäre es mir zu warm. Ja, da ist der VP. Nee, das ist der Mini-VP. Der Rest ist oberhalb. Ach so, der Rest ist oberhalb. Da ist aber zumindest schon mal die Nadine, da sagen wir gleich Hallo. Aber ich muss mich jetzt einmal hier gerade ausschalten hier. Thomas, Stimmung! Langenberger Sender im Hintergrund, Michel und Höhenmeter im Vordergrund. Auf geht's! Da joggen wir jetzt ein bisschen, okay. Wir joggen. Wir joggen um 19.18 Uhr bei 26,75 Kilometer den Berg hoch. Achtung, abbiegen. Okay.
anderer VP. Ach, das ist gar nicht vom Homie Oma Alexius. Das ist vom Stefan und der Chris. Hey, wir haben jetzt mit Tommy und Alexius gerechnet. Die kommen auch gleich. Hallo, der Thomas ist auch wieder. Hi. Erstmal hi. Grüß dich. Hi. Wollt ihr gerade entgegengehen, da kam der Jörg plötzlich. Ich mach einmal so, hi. Und der Jörg ist auch schon wieder da, der Räuber. Boah, geile Kamera. Upsala, hier falle ich fast hin. Ne? Richtig geiles Gerät, ey. Geht auf seinen Kanal, Stefan unterwegs. Alles unten verlinkt, auch von den anderen. Und ja, vielen lieben Dank euch beiden nochmal, ne? Wir gehen jetzt weiter. In 2 Kilometer kommt unser nächster Special VP. Also hier wird heute nur gegessen, getrunken. So, ich verliere gerade Zeit. Ich muss weiter. Ciao, ihr beiden. Macht's gut. Ciao. Mal Alexius vom Hombi. Ja, das Geile ist, dann stehe ich cool. Auch Schweiß, da kann ich sagen, ich habe einfach mitgemacht. Ja. Kilometer 33 und die beiden sind wieder da und ich sehe gerade, ich habe die Linse nicht sauber gemacht. Das macht nichts. Das ist also ein unscharfes Bild von euch beiden gerade. Schon wieder schlecht vorbereitet. Ja, echt. Ja, cool. Jörg und Thomas sind ein paar Meter hinter uns, da sind sie doch schon. Da kommen sie auch, die anderen beiden. Ja, was habt ihr uns denn wieder Schönes mitgebracht? Bacardi. Bacardi, oh! Bacardi nehmen wir auch. Hey. Bacardi. Was läuft denn hier, Leute? Lächeln. Ach, alles klar. Schon wieder, ey. Schon wieder eine kalte Cola, ist ja schrecklich, ey. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Geht auf die Kanäle von Malexius, von Hombi und Hombis Kochstudio und auch vom Stefan vorhin. Alles verlinkt. Alles verlinkt. Boah, schaut euch das mal an hier. Richtig klasse Support von euch beiden. Nochmal perfekt. Perfekt. Eisgekühlt. 21.15 Uhr und 34 Kilometer. So ein Tacken mehr. Die Uhr nimmt ja nicht alles auf. Ja, 34,5 Kilometer. Es wird langsam windig. Es wird bedeckt. Wahrscheinlich kriegen wir gleich doch noch ein bisschen Regen ab. Was aber, glaube ich, nicht schlimm wäre, wenn es hier ein paar Tropfen sind. Das ist eine angenehme Abkühlung. Ja, es geht gerade berghoch, wie so oft heute. Ihr merkt es an meinem Atem, der sehr schwerfällig ist. Ja, was soll ich sagen? Es knallt rein und es wird langsam duster. Auch, guck mal, ihr seht mich jetzt gerade schon nicht mehr. Ne? Sobald wir jetzt in einem schattigen Wald sind, reicht das Licht schon gar nicht mehr richtig aus. Ja, Thomas, ja. Michelle. Jörg, hi. Alle noch da. Stimmung? Läuft. Super. Marsch! Ja, wir halten uns ewig hier bei Laune mit mehr oder weniger tiefsinnigen Gesprächen, wie man es nimmt. Kann man drüber streiten? Okay, ja. Der nächste VP ist bei Kilometer 41. Dauert also noch ein bisschen. Der ist in Essen. Nee, in Fellbad am Kletterpark und jetzt geht gerade mein Handy. Ich muss jetzt leider ans Telefon. Es wird immer dunkler. Hinten ist Gewitter. Hier sind die netten Securities, die uns den Weg hier sicher machen. Vielen lieben Dank euch. Gerne. Kann man nur einfach wiederholen. Die ganze Tour ist hier begleitet von einem Security-Team, die an ja, so Verkehrsschwerpunkten, wo was passieren könnte, dann stehen. Und gucken, dass uns Läufern nichts passiert. Ja, ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund gerade ein Gewitter gesehen habt. Also es blitzt in der Ferne, zwischendurch kommen so 2-3 Mini-Tröpfchen runter. Aber alles im grünen Bereich bis jetzt. Ui, da hat es jetzt gerade einmal schön den Himmel erhellt. Und da ist er endlich, pünktlich, der Regen. Und der Michel ist eine Leuchte aufgegangen hier endlich. Ja, es stürmt, es regnet, es ist einfach nur geil hier, geiler Marsch. Ja, Leute, was soll ich sagen, der Regen hat uns erwischt, aber wer den Kölnfahrt im Sturm gemacht hat, der kann hier nichts mehr schocken. Weiter geht's, bis zum nächsten VP. Geil. Aber zumindest ist es eine erfrischende Abkühlung, es ist nicht kalt, es ist richtig erfrischend.
Also, das ist mir gerade lustig. So, schöne Grüße vom VP2 bei Kilometer 41. Wir sind gerade hier durch. Ich hatte vorhin, glaube ich, fälschlicherweise gesagt, dass der VP in Velbert ist. Das ist aber Schwachsinn. Wir sind hier in Wuppertal. Ja, wir haben jetzt auch ungefähr hier 50 Minuten verbracht. Gucken jetzt, dass wir hier auf die Strecke kommen. Ich nehme noch mal einen Riegel für unterwegs mit. Nehmen wir noch mal lieber ein bisschen Verpflegung. Man kann nie wissen, was unterwegs passiert. Und ja, Michelle, Thomas sind jetzt noch bei uns. Michelle und Jörg sind jetzt noch bei uns. Und der Thomas, der hat ja seine Füße leider zerschossen jetzt hier bei dem Regen. Den wir hatten, der echt heftig. Thomas. Mach's gut. Beim nächsten 100er rocken wir jetzt wieder zusammen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gerade so einen total doofen Punkt. Ciao, Thomas. Ciao, ciao. Ich muss auch sagen, ich habe gerade einen total doofen Punkt. Der Thomas geht jetzt nach Hause. Dann denkt man, okay, kann man doch eigentlich auch aussteigen. Es ist gerade alles nass. Und ich weiß, dass ich jetzt bis Kilometer 80 durchmachen muss, weil ich kann tatsächlich nirgendwo anders in der Nacht jetzt aussteigen, weil ich nicht nach Hause komme. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir einmal hier ein Auto hier durchkommen lassen. Ja, wie gesagt, das ist gerade das Problem. Das geht in meinem Kopf gerade durch. Ne? Die Motivation ist gerade null, weil die Füße komplett nass sind. Ah, Kölnfahrt lässt grüßen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ich glaube es nicht. Wir haben uns gerade die Regenklamotten an. Hoffentlich. Ja, wie gesagt, die Motivation ist gerade im Keller. Wir haben 23.34 Uhr. Ja, so kann es auch gehen beim Marsch. Ne? Ist nicht immer nur gute Laune. Vorhin, als es anfing zu regnen, haben wir noch Spaß gemacht, haben hier Regentänze quasi gemacht. Aber dann kam hier ein richtiger starker Wind, Unwetter. Es ergoss sich alles quasi über uns. Und es ist gerade ein bisschen doof. Hier kommen Autos, hier stehen Autos. Hier ist überhaupt gar kein Platz. Der kann sich nicht entscheiden, wo er hinfährt. Ich habe schlechte Laune. Ich trete ihm gleich den Spiegel ab. Nein, Spaß. Aber ja, wir machen weiter, Jörg, ne? Ja, Mann. Ja, Mann, wir machen weiter. Weiter, klar. Ich habe jetzt schon gesagt, jetzt muss ich eh. Danke. Das war eine Volunteer. Und ja, wir machen jetzt hier bald weiter. Und ich habe gesagt, bis Kilometer 80 muss ich jetzt eh durchmachen. Weil erst da kann ich eh wieder nach Hause kommen. Aber wenn man bei Kilometer 80 ist, ja, da kann man ja auch schon wieder eigentlich durchmachen, ne? Das wollten wir. Aber bis dahin sind es doch 40 Kilometer, beziehungsweise 60 bis zum Ziel. Die Laune wird hoffentlich gleich wiederkommen. Wenn die Füße vielleicht ein bisschen abtrocknen, ja, irgendwie fährt die hier nicht. Ich weiß nicht, was die da macht. Ja, ich will euch damit jetzt nicht belästigen mit diesem Gelaber von den Autos hier. In dem Sinne, bis später. So, schaut mal, was hier ist hier. Jetzt haben wir hier mitten im Dusteren noch so eine kleine Überquerung hier. Ach, ja gut, das sah von Weitem schlimmer aus, als es ist. Leute, wir sehen hier überhaupt nichts. Es ist stockduster, es ist matschig, es ging gerade hier steil runter. Aufpassen, dass man nicht in eine Matsche tritt. Durch das Unwetter jetzt gerade sind die Wege natürlich nicht besser geworden. Jetzt gerade ist es wieder fester. Ja, vor mir Jörg, davor Michelle. Es läuft. Oh, jetzt haben wir wieder eine gute prozentuale Steigung hier, aber ja, die Kraft ist auf jeden Fall noch da, Motivation ist bei mir jetzt auch wieder zurückgekommen. Füße sind nass, aber es ist alles okay. Ja, so gehen wir weiter. Ich sage auch mal die Uhrzeit, schlecht vorbereitet wie ich bin, 0.09 Uhr und 43 Kilometer. Schöne Grüße vom Wuppertaler Fernsehsender. Ein Traum. Ist das echt der Wuppertaler Fernsehsender? Nee, der Fernsehturm, wenn überhaupt. Das ist doch das Gleiche. So, ja, dann ist ja, Jörg sagt, das ist ein Fernsehturm und kein Fernsehsender. Willkommen zurück von der Strecke hier im Dusteren, auf dem Dusteren Feld.
Ich kann euch nicht sagen, wo wir jetzt sind. Ich glaube, wir haben Wuppertal verlassen. Steuern jetzt gerade wieder Richtung Velbert, Richtung Langberg zu. 1.04 Uhr haben wir mittlerweile. Ja, die Nacht ist im vollen Gange. Noch sind die, ja, noch ist die Energie da. Also die Motivation ist auch da. Wir gehen jetzt auf die Kilometer 50 zu. So einen genauen Wert habe ich gar nicht, weil die Uhr nicht alles aufzeigt, habe ich ja schon erwähnt. Bei Michelle haben wir schon die 50 voll. Ich habe erst 48. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Mittelding oder so. Ja, jetzt laufen wir gerade wieder durch einen Wald. Wir müssen jetzt hier im Wald einmal hoch. Ist gerade ganz angenehm. Wir haben so schön, ja, matschigen Wald- und Felduntergrund. Da ist mal eine Abwechslung zu dem Asphalt. Und man sieht überall vorne und hinten immer wieder die ganzen Lampen von den einzelnen Mammuts. So weiß man jedenfalls immer, dass man auf dem richtigen Weg ist. So, hier haben wir wieder ein bisschen Matsch, aber das ist nicht so schlimm. Ja, bei Kilometer 60, 61 oder sowas kommt der nächste VP. Ja, dann haben wir die mehr als die Hälfte schon rum. Wahnsinn. Ja gut, das werden jetzt noch so 2 Stunden wahrscheinlich sein. Wir haben ein ganz gutes Tempo. Wir laufen hier teilweise mit 6 km/h auch die Berge hoch. Wobei die Extremsteigung nicht mehr so viel da sind wie heute Mittag zum Glück. Ja, das ist natürlich jetzt auch mal ganz nett, aber ist eigentlich auch ganz schön fies, dass in der Mittags- und Nachmittagshitze diese extremen Steigungen waren. Die haben echt reingekloppt. Da konnte man zwischenzeitlich echt schlecht atmen, hat maybe geatmet und es kam einfach kein Sauerstoff in die Lungen. Und ja, ich habe mitbekommen, es ist wohl auch jetzt schon eine ziemlich hohe Anzahl an Abbrechern vorhanden, die also schon ausgestiegen sind. Ja, bei dem Wetter, ja, es verwundert mich nicht. So, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt weiter. Ihr habt die aktuellen News hier von der Strecke. Irgendwie redet man automatisch sogar leiser, nur weil es dunkel ist und man in einem Wald ist. Unfassbar. Ja, ich würde mal sagen, wir laufen weiter. Wie gesagt, ist gerade auch wieder matschig hier. Jetzt müssen wir gucken. Aber völlig egal, die neuen Schuhe werden direkt eingeweiht hier ab durch die Mitte. So, bis später. So, hier können wir den Kaiser Wilhelm im Wald entdecken. Ja, hier war ich tatsächlich vor meiner einfach mal Loswanderung vor ein paar Wochen. Das war die letzte Wanderung hier vor dem Kölnpfad. Oh, ich habe jetzt gerade kein Licht mehr hier. Ist egal, ich rede jetzt im Dunkeln mit euch. Ach, guck mal, vielen lieben Dank. Hey, ich habe hier schon einen Scheinwerfer. Richtig toll hier, meine Leute hier. Ja, das war meine einfach mal Lostour und da bin ich damals auch vorbeigelaufen. Jetzt gerade hat uns hier an der Strecke noch der Avaloniak begrüßt, ein ehemaliges Kanalmitglied, beziehungsweise noch aktives. Ja, ihr wisst ja, Rechtschreib mit YouTube. Ich habe ja gerade keine Kanalmitglieder mehr. Ich sage jetzt einfach mal, er ist ein Kanalmitglied. Und der hat uns hier noch mit kalten Getränken versorgt. Das haben wir natürlich dankend angenommen. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Also das war jetzt gerade richtig ein Segen nochmal, ein schön kaltes Red Bull zu trinken. So, 50 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ich habe dem Michel vorhin gesagt, bei 50 Kilometer springe ich einmal. Und der Tanzbär, hey, 50 Kilometer sind schon ein bisschen länger rum. Die Hälfte ist geschafft. Ab jetzt zählen wir rückwärts und der Jörg ist auch noch da. Und es ist duster. Egal. Weiter geht's. Schöne Grüße an Bernd Seidler. Du bist der Beste. So. Ciao. Ciao. Und ihr seht überhaupt nichts mehr, weil hier einfach kein Licht ist. Aber ist egal. So, bis später. Oh. Jetzt habe ich mich ja fast hingelegt und ihr habt es nicht gesehen. Und ihr seht immer noch nichts. So, ich mache jetzt aus hier. Bis gleich. Ja, 60 Kilometer und wir haben Treppen. Mehr brauche ich jetzt gerade nicht sagen. Aber schön. Irgendwie gehen die gerade entspannter als die Treppen heute Mittag. Hier haben wir hier so eine kleine Altstadt. Wir sind jetzt, glaube ich, in Velbert-Neviges. Neviges oder wie auch immer der Ranz hier ausgesprochen wird. Aber schön hier. Ja, und da haben wir auch offiziell die Bestätigung. Ein bisschen später als bei uns auf dem Track. Das 60-Kilometer-Schild wieder heiß begehrt. Und ja. Somit offiziell Nummer 40. Jörg! Mein leuchtendes Hütchen. Ja, du Flöte. Wie läuft's? Ja, läuft gut. Ja, können uns nicht beklagen, ne? Ja.
nasse Füße, also ich werde jetzt gleich Socken einmal wechseln, die Zeit nehmen uns jetzt hier hoffentlich. Ja, achso, wir sind am VP angekommen, ja, das sollte ich vielleicht nochmal erwähnen. Um 3.22 Uhr und ja, so mehr oder weniger 61 Kilometer sollen das hier sein, oder 60,5, weiß ich gar nicht. Ja, ich rede, der Jörg fühlt mit. Ja, genau, brauche ich. Klasse. Nicht reden. Ja, mal gucken, was es hier Schönes gibt. Auf jeden Fall haben sie das hier wunderbar dekoriert. Hier ist ein Mammut hier. Und wir machen jetzt einmal hier mal so einen kleinen Schwenk hier. Zack. Da ist das Mammut. Richtig gut ausgeleuchtet alles hier. Und ja, hier werden wir uns jetzt erstmal richtig schön hinsetzen. Ich hoffe, es gibt auch genug Sitzgelegenheiten. Ja, tatsächlich. Also hier haben sie endlich mal wieder ausreichend Banking gestellt. Beim letzten VP war es nicht so dolle. Hier gibt es jetzt auch, wie ich sehe, was Leckeres anscheinend zu essen. Ich sehe es gar nicht. Aber die haben hier irgendwelche riesengroßen Tüten mit irgendetwas. Nudeln gibt es hier. Geil. Geil. Guck mal hier, klar. Oh, guck dir das mal an, hier. Geht dir gut? Alles Nudeln. Klar. Ja, wunderbar. Guck dir da das an. Da nehme ich doch direkt einen ganzen Bottich, hör mal. Einen ganzen Bottich? Ja, der reicht. Ich danke euch. Herrlich, hör mal. Warme Nudeln. Warme Nudeln. Ja, das ist doch mal geil. Danke, Gabi. Ah, hi. Da sind sie vom VP1 wieder hier. Und ja, ansonsten das übliche Obst, Gemüse, Süßigkeiten. Kekse, geil. Ja, Full Service hier, werden wir uns gleich erstmal bedienen. Aber jetzt erstmal endlich hinsetzen nach 20,5 Kilometern. Endlich. Und schöne Nudeln mit, ja, keine Ahnung, Pesto-Soße, sowas. Ist mir auch völlig egal. Hauptsache warm und knallt jetzt rein. Das gönnen wir uns. 4.42 Uhr. Den VP haben wir jetzt gerade quasi verlassen. Es gab einen heftigen Anstieg. Und oben wird man hiermit belohnt. Schaut euch das an. Was ein wunderschönes Bild. Ich schwenke mal jetzt nach rechts rüber, da sieht man natürlich von der Sonne so nichts mehr. Da geht die Sonne auf. Wunderschön. Also wir haben echt Glück. Nach dem Schauer ist quasi nichts mehr runtergekommen. Und jetzt wird das Wetter richtig schön. Also super, das sind Momente. Ja, ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Es ist einfach ein cooler Moment, wenn jetzt so die Sonne aufgeht. Und ja, bin mal gespannt, ob wir gleich noch schönere Bilder zu sehen bekommen. Das ist übrigens der Langenberger Sender in voller Pracht. Da gehen wir jetzt übrigens zum nächsten VP hin, der in 8,5 Kilometer kommt. Da ist ein Kletterpark in Fellbad. Ja, jetzt kommt er wirklich. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Ja, ansonsten, wir haben jetzt hier beim letzten VP den Horst eingesammelt. Der läuft jetzt auch mit uns. Jetzt sind wir also wieder zu viert unterwegs. Und rocken das jetzt zu viert gemeinsam. Ja, und irgendwann ab Kilometer 80 ungefähr, ich weiß noch nicht wo genau, trifft auch meine Frau Nina auf uns und begleitet mich dann die restlichen Kilometer zum Ziel. Und ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr zwischen. Was soll jetzt noch schief gehen? Ja, und am letzten VP habe ich dann jetzt einfach mal meine Socken gewechselt. Hab da noch eine Schafswolle wieder zum Polstern reingetan. Das ist echt ein schöneres Gefühl jetzt direkt an den Füßen. Die nassen Socken weg. Ich habe auch direkt keine Reibung mehr. Ne, also ich hatte vorhin so leichte Reibungsschmerzen schon wieder. Bedingt durch die nassen Socken. Und jetzt richtig cool. Der Schuh ist zwar von innen noch ein bisschen nass. Also die Socken werden die Feuchtigkeit wohl auch aufnehmen. Aber in der Hoffnung, dass sie vielleicht nicht ganz so nass werden wie vor. Und jetzt ist da hinten ein Tal. Da zieht gerade der Nebel hoch. Also das ist wunderschön hier gerade. Das war so beim Kölnfahrt natürlich nicht. Da hatten wir ja richtig schlechtes Wetter. Da gab es auch keinen Sonnenaufgang in dem Sinne. Ja, ihr merkt es, wie ich gerade am Reden bin. Ich habe auch einen Kaffee und eine Red Bull am letzten Verpflegungspunkt hinter mir. Also die Nacht, die ging ja wie im Fluge vorbei, ohne Ermüdungserscheinung. Also beim Kölnfahrt bin ich ja wirklich eingeschlafen. Gut, da bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden. Das war überhaupt nicht meine Zeit, dann um 8 Uhr zu starten. Hier konnte man schön ausschlafen, 13 Uhr starten. Also komme ich anscheinend deutlich besser mit klar. So, und jetzt Palaver zu Ende. Es geht weiter. Und das muss ich euch übrigens jetzt auch nochmal mitteilen hier. Ja, Thomas Gräfe, Aki Motor und Tour. Man sieht ihn immer wieder auf der Strecke.
Wir überholen ihn. Dann ist er wieder vor uns mit 62 Jahren auf der 100 Kilometer Strecke. Ja, klasse, Thomas. Also, wir sehen uns gleich bestimmt noch ein paar Mal, ne? Weitermachen. Leute, schaut euch mal an, wie da der Nebel übers Tal zieht. Und da hinten die Autobahnbrücke von der 535, glaube ich. Oder Jörg? A535, ne? Ja. Und da hinten ist der Fernsehturm, von dem ich euch heute Nacht erzählt habe, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist er. Boah, Wahnsinn, wie das aussieht. Meinst du den Wuppertal? Ja. Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht? Okay. Nee. Ja, Jörg, geiler Typ, kann ich nur sagen. Ja, seit heute Nacht sind wir hier Seite an Seite mit Michelle und jetzt halt auch hier mit dem Horst. Ja, schöne Grüße, Thomas. Schade, dass du nicht mehr dabei bist. Ja, schade, kann ich echt nur sagen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, die Zeit, die du hier bei uns warst. Uhr 48, da oben ist der Langberger Sender, der begleitet uns heute den ganzen Tag, was heißt heute, seit gestern. Daneben ist eben dieser Bismarckturm und soweit ich weiß, ist da an diesem Bismarckturm dahinter auch dieser Kletterpark und da ist der nächste VP. Aber ihr seht, es ist oben. Wir müssen noch mal den ganzen Berg jetzt hochlatschen, nachdem wir die ganze Zeit hier einfach nur runterlaufen. Und jetzt mal eine Frage in der Runde, wie findet ihr das? Geil, ich fände so eine Hängebrücke wäre geil, ne? Oder Fahrstuhl oder sowas, ja. Wir gehen die ganze Zeit hier nur runter, 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 nur um den blöden Berg da wieder hochzulaufen zum VP. Das ist eigentlich total bescheuert. Übrigens, ich habe es in dem ganzen Video noch gar nicht gesagt, also wir haben jetzt hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit netto von 5,1 km/h. Finde ich persönlich richtig gut, hätte ich nicht mit gerechnet. Also, ja, läuft gut, ne? Sag mal so, viel Zeit geht an den VPs verloren. Wir haben jetzt voraussichtliche Ankunftszeit 13 Uhr, aber es kommen jetzt ja noch zwei VP dazu. Ja, also die 24 Stunden, die schaffen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall drüber sein, minimal. Aber völlig egal, Hauptsache ankommen, das ist das Ziel. Und wenn man bedenkt, was wir für Temperaturen gestern hatten, ich glaube, das ist alles andere als schlimm. Ja, herzlich willkommen hier aus der Altstadt in Langenberg. Den Schönteil haben wir jetzt gar nicht gesehen, der ist da irgendwie noch hinter. Da sind wir jetzt gar nicht durchgegangen. Hier ist überall Kopfsteinpflaster, überall Schieferwerkhäuser. Und jetzt gehen wir schon wieder so Treppen runter durch so eine enge Gasse. Was ist das denn für ein Mist? Oh, das tut aber... Das tut jetzt richtig weh, ey. Schaut euch mal hier dieses uralte Kopfsteinpflaster an. Hier die Steine, die knallen ja aus dem Bodenspitze raus. Die stechen in die Füße. Vielen Dank, liebes Mammutmarsch-Team, für diese wunderbare Strecke, die uns hier immer mehr gleich unter Meeresspiegelniveau, glaube ich, hier führt, um dann gleich diesen blöden Berg da hoch zu latschen. Das ist unfassbar. Also Mammutmarsch, ihr seid Verbrecher. Einfach nur Verbrecher. Der Horst, der knallt hier fast nur auf den Boden. Ah, es ist unfassbar. Ja, und jetzt sehen wir doch noch was hier von der Langenberger Altstadt, hier eine alte Kirche, da noch alte Häuser, sieht echt schon schön aus, ne? Hier ist noch so eine Statue mit einem Brunnen, der Jörg macht sich einmal frisch hier, Wahnsinn. Ja, das tut gut, glaube ich auch, ich glaube, ich mache das auch. So, und jetzt geht es hier eine Wand hoch zum Kletterpark und es ist wirklich eine Wand, aber so was von Wand und da tauen die uns hier fast 30 Kilometer vom Ende noch rein. Ey. Ja, dann wollen wir mal loslegen hier. Wa? Boah, was ist das? Leute, seht die bescheuert. Es ist unfassbar ekelhaft. Aber ich glaube, da oben wird es ein bisschen angenehmer. Bescheuert. Nach einem extremen, nicht mehr enden wollenden Anstieg
Hier läuft hier alles runter. Überall an den Seiten, vorne, alles. Haben wir es endlich geschafft. Sind hier oben angekommen, an diesem blöden Drecksender und Kletterpark. Und haben den VP erreicht. Jetzt muss ich erstmal hier meine Vorsicht. Hui. Jetzt muss ich erstmal meine Kollegen wieder finden. Die sind da vorne, sehe ich gerade. Boah, Leute, das ist einfach nur ein Killeranstieg gewesen. Einfach nur der reinste Wahnsinn war das, ey. Einfach der reinste Wahnsinn. Leute, wir machen jetzt erstmal eine Pause, setzen uns hin. Knallhart war das. Geiler Berg, geil. Boris, wie geht's? Wunderbar. Wunderbar. Michel, alles super bei dir? Top. Geil, der liegt da halb auf dem Boden da. Oh, das war ein Ritt hier. Unfassbar, sag ich nur, der Weg hier hoch. Oh. Das kann doch eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden, oder? Heute noch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt übrigens gar nichts haben wir gerade. 6.25 Uhr haben wir. Noch 32 Kilometer zu absolvieren. Durchschnitt immer noch 5.1. Voraussichtliche Ankunft jetzt zuzüglich Pausen 13.14 Uhr. Und wir sind 17 Stunden und 27 Minuten auf der Strecke. Oh, langsam reicht's, aber wir müssen ein bisschen. Uhr, 30,35 Kilometer noch und es geht einfach nur hoch. Ich habe echt keine Lust mehr. Es geht hier einfach hoch wie so eine Rampe. Wie eine Rampe, einfach hoch. Es ist einfach nur der reinste Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Der reinste Wahnsinn. Ja, der blöde Anstieg ist geschafft. Es lief wieder überall alles runter. Jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Und knallt schon jetzt um diese Uhrzeit um 7.45 Uhr gerade. Super Frühstück, das sieht gut aus. Jörg, Horst, Michel, hey. Wie war's? Läuft, geiler Anstieg. Oh, da geht's schon wieder hoch, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, boah, so langsam merke ich, dass die Kraft schwindet. Aber nützt ja nichts, ne? Wir müssen ja irgendwie ankommen. Geht halt ein bisschen langsamer vielleicht. Nicht mehr so mit viel Elan, aber es geht irgendwie. Leute, guckt euch das einfach mal an, ey. Ist halt nicht genial. Ist das geil. Einfach nur Hammer. Und da ist der Langenberger Sender. Das ist heute unsere Wegmarke. Aber da ist heute, seit gestern. Ich habe übrigens gerade jetzt schon Tränen in den Augen, Leute. Ich bin so fertig von dem Anstieg. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Heute Nacht wollte ich noch aufhören. Da ging es mir echt nicht gut. Ich war echt kurz davor. Ich weiß nicht, ich hatte keinen Bock mehr. Das Regen, die Erinnerung an den Kölnfahrt. Und jetzt hat man sich dann durchgekämpft. Ich laufe gerade, ich bin auf der Hauptstraße, merke ich gerade, ey. Das ist einfach Wahnsinn, ey. 7.52 Uhr, 28,8 Kilometer noch. Okay. Ja, an diejenigen, die sich noch an meinem Video einfach mal los von zu Hause Essen nach Wuppertal-Vorwinkel erinnern. Das war diese Szene, die total voller Matsche war. Hier mussten wir gerade noch mal rüber. Boah, ekelhafte Erinnerungen. Leute, wir sind zurück am Baldeneysee. Wir sind zurück. Ab hier sind es noch knapp 20 Kilometer. Unten wartet jetzt meine Frau Nina auf mich. Die läuft die letzten Kilometer mit mir zusammen. Ja, ich melde mich später wieder.
10.40 Uhr. Nochmal guten Morgen. Ja, meine Frau Nina ist jetzt mit dabei. Ich musste nur gerade einmal Gas geben. Ich weiß gar nicht. Ach, da ist er schon. Die läuft da beim Horst gerade. Ich musste einmal Gas geben, weil ich weiß auch nicht. Ich habe keine Bock mehr. Das ist schlimm, ja. Es sind noch 18,8 Kilometer. Es kommt noch der eine VP. Aber ich habe echt keine Lust mehr. Ich hatte gerade einen richtig müden Punkt, jetzt geht es gerade wieder. Wir haben nochmal am Haus Scheppen, das ist hier so ein Motorradtreff am Baldeneysee, nochmal eine Getränkepause eingelegt, haben kurz was getrunken. Der Jörg ist weitergezogen, der wollte sich nicht hinsetzen, der wollte jetzt zum VP. Mal gucken, ob er da jetzt noch auf uns wartet oder auch schon weitergezogen ist. Je nachdem, ob wir zu lange Zeit verloren haben, weiß ich jetzt nicht. Ja, voraussichtliche Ankunftszeit ohne Pause, 14.46 Uhr. Ja, wird auf jeden Fall mehr als 24 Stunden. Oh, da hinten in weiter Ferne ist schon wieder der Langenberger Sender. Oh mein Gott. Ich glaube, wir laufen hier gerade auf ein Stück vom Baldeneysteig. Ja, ich glaube, da vertue ich mich. Aber es sieht alles so ähnlich aus. Ja, wir sind auf jeden Fall gerade irgendwo Richtung Essen werden und irgendwo da soll der VP sein. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade überhaupt nicht mehr. Ich kann mich eh nicht konzentrieren. Ich sag einfach mal, bis gleich. Uhr 41, der letzte VP, immer noch 14 Kilometer danach zu absolvieren. Es wird irgendwie gefühlt überhaupt nicht weniger. Ja, yeah. Und da ist das letzte VP-Gelände, wo wir jetzt hier eintreffen. Hier ist wirklich nicht mehr viel los, es wird langsam spät. Ah ja, die meisten werden wahrscheinlich schon durch sein oder halt auch abgebrochen haben, so leid es mir tut. Ja, wir werden uns erstmal jetzt hier stärken. Boah, ich will nicht mehr. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Jetzt sind wir am VP. Nina hat mir die ganzen Klamotten geholt. Wir haben noch eine kalte Red Bull gehabt. Und sie hat hier noch Kühlakkus gehabt. Und wieso wusste ich das vorher nicht? Das ist so schön. Herrlich. Hier schmitten ist nur irgendwas Klebriges dran. Keine Ahnung. Wo ist das von meinem Nutella-Brot gerade? Ja, weil esse ich so Trockenfrüchte. Den kann ich gut vertragen. Salzstangen. Ich bin nicht mehr richtig da inzwischen. Ist vorbei. Aber egal. Die 14 Kilometer kriegen wir auch noch hin. Egal wie. Muss ja. Was? 13 Uhr. Wir haben das 90-Kilometer-Schild erreicht. Aber wir müssen noch 10,9 Kilometer laufen. Ich bin mal gespannt, ob der Track jetzt richtig ist oder das Schild richtig ist. Natürlich 10 Kilometer statt 10,9 nehme ich auch gerne. Ne? So ist es nicht. Ja, mittlerweile ist nur noch der Horst hier, meine Frau Nina. Der Jörg, der ist schon längst weitergezogen. Vielleicht ist er schon im Ziel. Ich habe keine Infos gerade. Michel ist auch weitergezogen. Der wurde auch von seiner Frau abgeholt. Und die sind jetzt hier so auch so durchgepowert. Die machen auch ihr eigenes Tempo. Ja, und wir kämpfen uns jetzt so langsam irgendwie ins Ziel. Durchschnittsgeschwindigkeit übrigens 5,0 immer noch. Eigentlich eine gute Geschwindigkeit, reine Nettolaufzeit, wenn die ganzen Pausen nicht wären. Ne? Also man macht halt zu gerne Pause, man ist froh, wenn man sitzt und sich ausruht. Ich denke mal, da muss man vielleicht nochmal dran arbeiten, dass die Pausenzeiten weniger werden. Dann nochmal leicht die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, und dann schafft man das auch mal in unter 24 Stunden, ne? Weil wir sind jetzt 24 Stunden unterwegs und 2 Minuten sollen wahrscheinlich um 15.23 Uhr ankommen. Sprich, ja, fast in 2,5 Stunden. Mal gucken, was da noch zu machen ist.
So Leute, da ist das Gelände. Horst, wir haben es gepackt, ey. Noch sind wir nicht drin, aber jetzt geht nichts mehr schief, ey. Jetzt geht nichts mehr schief, wir haben es gepackt. 100 Kilometer nach, ich kann jetzt schon mal die Zeit sagen, 26 Stunden, 8 Minuten, 15:06 Uhr. Vielen lieben Dank euch. Ihr seid die Geilsten, wirklich, was ihr geleistet habt. Respekt. Hammermäßig, seid stolz auf euch. Danke euch, danke. Ganz, ganz toll, super. Oh mein Gott, das wird ja immer besser hier, der Empfang. Jetzt haben wir hier noch Cheerleader. Da muss ich euch auch noch mal zeigen. Danke. Und wir sind noch lange nicht drin. Wir müssen noch einen Bogen machen. Hä? Was? Danke euch. Mein erster Mammutmarsch, 100 Kilometer. Mein erstes gelbes Bändchen. Wir müssen nur noch hier durchgehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, geil, ey. Mein erstes gelbes habe ich. Mein erstes gelbes. Mein erstes gelbes, Leute. Mein erstes gelbes. Horst, komm her. Super, Junge. Alles gegeben. Herzlichen Glückwunsch dir auch. Uns beiden. Dir auch herzlichen Glückwunsch. Super. Von den anderen, die sind wahrscheinlich nicht mehr da. Mehr Durchbeiß geht. Mehr Durchbeiß. Da ist es. Ich mache jetzt erstmal aus. Vielleicht bis später nochmal. Ich werde dir irgendwas noch sagen gleich. Ja, das war da. Mammutmarsch, NRW in Essen, 2024 mit 100 Kilometer. Mein erster 100 Kilometer Mammutmarsch. Darauf habe ich lange hingearbeitet. Der Kölnfahrt war die Premiere mit dem ersten 100er, aber es war eigentlich klar, ich wollte schon immer einen Mammutmarsch schaffen mit 100 Kilometer. Das habe ich mir auch erfüllt. Es war ein sehr harter Ritt heute. Es war eine richtig Quälerei und beim Kölnfahrt habe ich schon gesagt, es war eine Quälerei. Aber heute war es erst recht eine Quälerei. Ich weiß nicht, also die Hitze, die hat einen ganz schön fertig gemacht. Meine Knochen sind voll okay. Ich habe keine Gelenkschmerzen. Ich bin die Berge noch richtig hochgegangen. Meine Füße sind eigentlich auch okay. Nur jetzt habe ich am Ende tatsächlich die letzten 10 Kilometer gemerkt, dass die Fußsohlen ganz schön auch wieder am Brennen sind. Ja, war nicht schön. Ja, ansonsten herzlichen Glückwunsch auch an Michelle und an Jörg. Auch für euren Finish. Wir haben ja eine sehr große Zeit verbracht auf der Strecke. Schöne Grüße auch an den Thomas. Wir haben uns ja ein paar Mal gesehen. Ich habe noch gehofft, dich hier im Ziel zu sehen. Vielleicht bist du sogar schon drin und ich habe es gar nicht mitbekommen. Vielleicht kommst du mir jetzt auch gleich noch entgegen. Jedenfalls dir auch herzlichen Glückwunsch, wenn du denn hier gleich reinkommst. Ich gehe mal davon aus, dass auch du das schaffen wirst oder schon geschafft hast, wenn du das hier schaust. Boah, ich muss ganz langsam reden. Ich bin jetzt seit Samstagmorgen 8 Uhr wach. Wir haben Sonntag, 15:40 Uhr. Ich rede ziemlich langsam, weil ich mich konzentrieren muss, was ich hier gerade sage. Und ja, ob ich nochmal einen 100er machen werde, möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt gerade habe ich erstmal die Schnauze voll, so viel kann ich sagen, aber ich weiß ja, die Meinungen ändern sich wieder schnell. Aber das hier kann mir erstmal keiner wegnehmen. Das erste gelbe Medaillchen. So, und jetzt höre ich auch auf zu erzählen.
und macht den Mystizid zu Ende. Schöne Grüße auch an Horst nochmal, herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du uns hier begleitet hast. Und ja, schöne Grüße auch an Chris. Ich hoffe, du bist auch hier reingekommen noch. Du warst ja auch eine ganze Zeit lang bei uns auf der Strecke. Ja, ich glaube, habe ich noch irgendjemand vergessen? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielen lieben Dank nochmal hier an die vielen Supporter an der Strecke. Hombi, Malexius, hier Avaloniak, meinem Kanalmitglied. Und wer war noch da? Ja klar, Stefan und Chris, ja, vom YouTube-Kanal Stefan unterwegs. Und ja, die Namen sind alle unten verlinkt, die Kanäle. Schaut auch da mal rein. So, wir laufen hier gerade über die Bimmelbahnhaltestelle hier vom Geruger Park. Und jetzt beende ich das Video. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonniert den Kanal, kommentiert und ich freue mich, euch bald wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Bis bald, euer Dr. Erwix.